Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus dem, hätte fast gesagt Park Hyatt, aber es ist das Hyatt Place am Frankfurter Flughafen. Wir haben heute Abend den Stammtisch, wenn ihr in Frankfurt seid und es um 7 Uhr seht und vielleicht noch Lust habt vorbeizukommen, kommt vorbei, wir sind wahrscheinlich länger dort. Ansonsten sind wir morgen auf dem Weg nach Athen. Themen heute, und zwar Lufthansa A380. Vielleicht gibt es doch eine Mitflugmöglichkeit. Es wird mehr 380er geben, als wir je bei der Lufthansa erwartet haben. Wir haben dann nochmal die Wetlease-Partner der Eurowings. Wir haben dann noch einen erfolgreichen Bild-Fast-Track, also Bild mit T, nicht wie die Zeitung, Fast-Track für Hyatt in der Globalist-Status-Serie, aber auch für den Explorist. Das hat geklappt. Und wir haben ein Thema, und zwar British Airways hat Flüge, wo alle Sitzplätze mit Avios zu bekommen sind. Hatte das Qantas nicht auch? Aber lasst uns direkt starten, und zwar das erste Thema. Und zwar ist das Boeing und Airbus. Es ist ja so immer so ein Versus. Wer ist da vorne, bei welchem Produkt ist man vorne? Ganz wichtig in der Industrie. Auch ganz wichtig ist Quartalszahlen. Und diese Quartalszahlen, da sollte man sich das Ganze mal angucken. Und dieses Jahr ist das so, dass in diesem Quartal Boeing das erste Mal wieder seit langem Airbus überholt hat. Ja. Allerdings führt Airbus in einer anderen Kategorie, wenn wir das so sagen wollen. Auf jeden Fall die 737 MAX und die Airbus 321 Neo ist so, dass dort die Bestellungen relativ pari sind, wenn man halt die Produktionsprobleme sieht, die da sind. Denn die 737 MAX will auch hochspulen, wollen eine neue Produktionslinie in Seattle machen. Und zu Jahresbeginn 2023 hat Boeing knapp Airbus, aber zumindest bei den Auslieferungen hinter sich vereinen können. Ganz einfach deshalb, auch wenn es knapp war, sind 130 Boeing-Jets ausgeliefert worden, aber bei Airbus sind es nur 127. Ganze 3 Flugzeuge ist man dort schneller. Und zum Vergleich, in den ersten Quartalen 2022 oder 2021 waren es noch 140 bzw. 121 Airbus und dann waren es aber 95 und 77 Airbus nur. Und wir erinnern uns, es war die 787, die sind halt gegroundet gewesen. Die 737 MAX sind auch gegroundet gewesen. Aber die Großteils der Bestellungen, die ausgeliefert worden sind, sind 737 MAX, nichts anderes. Und jetzt ist es so, dass man aber bei Airbus die Zahl von 33 A350-1000er ausgeliefert hat. Und kein Grund zur Panik übrigens, das hatte ich bei den 320ern vergessen. Da ist es so, dass man die Nase vorne hat bei den Bruttoaufträgen. Also man muss dort natürlich noch ein paar Stornierungen abziehen und auch ein paar Tauschgeschichten. Das heißt also, dass man vielleicht doch nicht die 320er will oder sowas und dann was anderes nimmt. Kann alles passieren, aber das muss man sich anschauen. Da ist halt Airbus vorne und da sind 156 Aufträge bei Airbus und 120 bei Boeing. Und da ist natürlich die Dominanz bei den A320er Neon zu sehen mit 102 davon, also von 156, 54 sind nur andere. Ja, was hatte ich noch gesagt? Es geht weiter. Größer Brutto-Netto-Unterschied ist bei Boeing. Da ist es so, dass Airbus zwar 14 Stornierungen erhielt, was dann aber dafür 156 Bruttobestellungen sind. Und wenn man sich das anguckt, ist das bei Airbus etwas anders. In Seattle blieben bei von 120 Bruttoaufträgen nur 56 netto übrig. Das heißt also fast die Hälfte, na, ist über die Hälfte sogar, so blöd zum Rechnen, ist storniert worden. Also da muss man ganz klar schauen, was dort passiert ist. Und wenn wir uns dann anschauen, das Thema weiter. Man hat ja auch bei Airbus ein bisschen wieder Frieden gefunden mit den Kataris. Deshalb gab es ja auch Auslieferungen von den 350-1000ern, die ich eben nannte. Wer Flugzeuge hinzumieten muss und Flugzeuge leasen muss, das ist die Eurowings. Die Eurowings hat dieses Jahr auch wieder Wetlease-Partner mit insgesamt 21 Flugzeugen. Einer der Flugpartner, die man nicht so möchte, das ist Avion. Ihr seid damit unglücklich, das habe ich gehört und das ist leider so. Und man muss halt einfach angucken, dass man da halt wirklich mit den Airline-Partnern
schauen muss, dass diese drei Airline-Partner, TUI Fly und AirBaltic, natürlich qualitativ zu Eurowings ein Unterschied sind. Bei AirBaltic sehe ich jetzt den Unterschied nicht so wirklich, gerade auf der Kontstrecke. Aber grundsätzlich bei Avion, da sagt ihr, das ist ein Problem. Da könnt ihr auch unten kommentieren, was in euren Augen das Problem ist. Und zwar will Eurowings deshalb Qualitätschecks machen, die regelmäßig sind, überprüfen, ob die eigenen Standards eingehalten werden. Und damit es nicht zu Missverständnissen kommt, wird man darüber informiert. Das heißt also, wenn es ein Partnerflug ist, wird es auch kommuniziert, was ja sehr gut ist. Es gibt Heimatbasen in Europa und die meisten Maschinen werden halt von der litauischen Avion Express geleased. Das ist dieser maltesische Ableger und das ist ACMI, das heißt also Aircraft und Crew und alles. Und zwei Boeing 737 werden auch kommen, die sind von der TUI Fly, das sind die 737-800er, die kennt ihr ja. Und damit hat man Eurowings die gleiche Kapazität mieten lassen, die man auch angekündigt hat. Das hatten wir ja schon mal besprochen, aber damit ihr es wisst, wenn ihr zum Beispiel von Stuttgart, glaube ich, gab es Avion Express relativ oft. Sagt mal, was ihr davon haltet, also ist das Wettlease für euch irgendwie ein falsches Spiel oder ist das halt das Geschäft, wenn man schneller wächst, als man kann? Oder im Fall von AirBaltic, wenn Triebwerksprobleme dazu führen, dass man nicht genug Austauschtriebwerke hat und dann zukaufen oder zumieten muss. So, jetzt gibt es aber etwas, was uns alle mit Freude befassen wird. Freude für alle. Befasst euch mit Freude. Freut euch. Und zwar, ab München sollen doch Kurzstreckeneinsätze winken. Das heißt also auch etwas, wo man mitfliegen kann. Die Mike Kilo ist ja am Mittwoch, am 12. April frisch in München angekommen, überstellt worden. Damit ist das die neue Heimatbasis, von wo aus Boston und New York angeflogen werden. Das haben wir ja auch gesprochen. Sind ja auch dann gestern da Testflüge gewesen in Leipzig und diese Trainings für die Crews mit Leipzig, Halle, Dresden, aber auch Hannover sind auf dem Plan, leider nicht mit Passagieren. Aber jetzt kommt's. Die Kollegen werden im Simulator trainieren und wir werden dann auch einige Kurzstreckenflüge wahrscheinlich absolvieren, um dann am 1. Juni bereit zu sein für Boston. Und das ist doch ein gutes Ding, weil vielleicht wird es da die Möglichkeit geben, dass ihr mitfliegen könnt. Und so wie ich gehört habe, ist wahrscheinlich auch irgendein Event in München geplant für die Kundinnen und Kunden, gerade aus dem Großraum München. Macht euch bereit, dass ihr eine Einladung von Lufthansa vielleicht bekommt. Und vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit des Fluges. Man weiß es nicht genau. Und jetzt kommt natürlich der Knüller. Nachdem man ja gesagt hat, der 380 kommt nie wieder, hat man jetzt gesagt, wir holen erstmal 4. Jetzt kommen aber auch nur schon Nummer 7 und 8 zurück. Das sind also alle 380er, die Lufthansa noch hat, denn die restlichen 6, die sind bei Airbus schon verkauft, müssten auch zum Beulendoktor. Aber auch hier sage ich euch, wenn die Lufthansa da mal nicht irgendwann das Flugzeug auch mitbringt, weil bei Airbus abholt quasi und dann fliegt. Weil was spricht dagegen, die dann zu leasen für schmales Geld bei Airbus? Weil damit kann ja Airbus zum Beispiel Produktionsprobleme kompensieren, weil der 350er wird ja auch nicht in time ausgeliefert. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Also, da ist noch nicht alles gesagt. Aber man rechnet bei Lufthansa ab 2024 damit, dass Indien auch im großen Stil gemacht werden muss, weil die Fluggastzahlen nach oben gehen und nach oben zeigen. Die Kapazität kann man deshalb vom 380er sehr, sehr gut benutzen und damit kann man dann halt auch schauen. Und Carsten Spohr hat gesagt, dass Delhi natürlich einer der Märkte ist, die wir für eine mögliche Bedienung mit dem A380 bereits im kommenden Winter überprüfen. Heißt also, der Bedarf ist ganz knallhart da. Und München werden ja dann wahrscheinlich auch gebased werden und von München nach Delhi, das gab es ja noch nicht. Und Delhi, aber meine Spezialisten werden es sagen. Auf jeden Fall ist es so, dann, wenn der 380er von München fliegen würde, wäre ja auch cool. Es wird übrigens jetzt auch noch die letzte 340er zurückkommen, die Hotel Foxtrot. Und die restlichen 7, die sind allesamt zerlegt.
die davor ausgeflottet sind. Also die können nicht zurückkommen. Damit hat man alle 340-600er wieder in Dienst, die man kann. Und deshalb vielleicht, ich sag's dann nur nochmal, 380er. So, British Airways, die haben jetzt Avios-Only-Flüge. Und zwar von London Gatwick nach Sharm el-Sheikh. Und zwar, da kostet der Economy Class Return 1 Pfund und 27.500 Avios, 9 Pfund und 26.000 Avios oder dann 121 Pfund und 8.500 Avios. Das ist also alles als Return-Ticket in der Economy Class. Wer Business Class fliegen will, in der Club Europe, wie diese schön heißt, sind 1 Pfund 48.000 Avios, 9 Pfund 47.000 oder halt, wenn man mehr Pfund hat, 141 Pfund und 19.500 Avios. Dann gibt es noch gewisse Flüge von London Heathrow nach Genf, aber nur Off-Peak, also das heißt nicht, wenn High Season ist. Da soll es für 85 Pfund und 5.900 Avios gehen, ab einem Pfund und 18.500 Avios. Oder aber in der Club Europe, das waren nämlich Economy-Class-Preise, für 125 Pfund plus 10.500 Avios oder aber für 1 Pfund und 30.000 Avios. Nur damit ihr es mal gehört habt, da gibt es verschiedene Stufen. Je nachdem, wer mehr Cash hat und mehr Avios bezahlen möchte, der kann das machen. Und gerade bei Kurzstreckenflügen machen die Avios ja Sinn, diese zu benutzen, weil die Steuern und die Gebühren sind gerade da ja gekappt oder gedeckelt, wie das so schön heißt. Und da kann man dann nochmal eben schnell was machen. Man sollte auch nicht den maximalen Avios-Wert nehmen mit einem Pfund, sondern die Empfehlung ist gerade zum Beispiel bei der Business Class nach Genf im Off-Peak sind 85 Pfund und 13.000 Avios. In der Economy Class wäre die Empfehlung 35 Pfund und 9.500 Avios. In der Economy Class liegt der Sweet Spot auch bei 35 Pfund und 18.500 Avios für Sharm el-Sheikh. Und in der Business Class Club Europe 95 Pfund und 26.500. Da habt ihr den meisten Bang for the Buck. Für alle, die jetzt, und da muss ich euch was einblenden, bei Bild mitgemacht haben, also Bild mit T, ihr seht das, Bild mit T, die sind jetzt bearbeitet. Ihr solltet, wenn ihr da akzeptiert worden seid, und bis jetzt habe ich keinen gehört, der nicht akzeptiert worden ist, den Explorer-Status bei Hyatt im Profil haben. Und dann leider erst ab 17. April bis zum 16. Juli müsst ihr dann 10 Stays machen. Dann habt ihr den Explorer bis zum Ende Februar 2025. Oder wenn ihr den Globalisten noch machen wollt, dann müsst ihr in dem Zeitraum 20 Nächte machen. Schade für mich, da ich jetzt gerade im Hyatt hier in Frankfurt bin, zählt es nicht. Aber auch Griechenland zählt nicht, bin ich auch 2 Nächte. Also insofern habe ich schon über 20 Nächte dieses Jahr gemacht, bin komplett im Soll drin, bin auf meinem Track wieder zu 80 Nächten ungefähr. Gerade weil jetzt nächsten Monat wieder Los Angeles ansteht, da habe ich ja auch wieder fast 20 Nächte, die ich da reinpumpe. Und dann geht es nochmal im September nach Los Angeles, da gibt es auch nochmal 20 Nächte. Also das heißt, ich bin mit meinem Globalisten dann durch und überschieße auch. Ihr könnt natürlich diese Promotion auch double dippen, heißt also, ihr bekommt auch die Punkte jetzt, wenn ihr bei der gemacht habt, diese Faster Free Night ist es ja leider nicht, sondern es ist so, dass man diese Punkte, dass man 3000 Punkte, glaube ich, gab es, die man extra bekommen kann. Ich mache mal das Bild weg, dann kann ich mir meinen Kopf wieder gerade richten. 3000 für jede zweite Nacht und so weiter, wenn man die aktiviert hat, das geht auch, aber wenn ihr Nächte über die amerikanische Kreditkarte habt, die zählen nicht, das ist also nicht möglich, das nur so als Hinweis. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und zugeschaut habt und den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, Like dagelassen habt und bei Fragen immer an diese Nummer hier wenden. Da könnt ihr mich direkt erreichen und da beantworte ich euch alle Fragen am besten per WhatsApp. Ganz genau. Also, danke und bis morgen wieder in alter und frische, dann wahrscheinlich vom Pool in Athen. Ich freue mich, 20 Grad sonst werden. Badehose und alles eingepackt. Und heute am Stammtisch, geile Leute kommen. Also, danke euch, bis dann, ciao. Bin dann erstmal wieder raus. Bis dann, ciao.